Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Gäste der Enzianhütte. Wir kommen nun zum hochoffiziellen Teil anlässlich des 25-jährigen Pächterjubiläums von unserem werten George, der werten Birgit. Und da darf ich zunächst mal einen riesen Applaus bitten. Herzlichen Dank, das war berechtigt. Ja, wenn man sich fragt, liebe Freunde, liebe Gäste, 25 Jahre Enzianhütte mit dem Pächter-Ehepaar, was macht erfolgreiche Gastronomie in der Rhön aus? Ist es die Location? Natürlich. Ist es das Speisen- und Getränkeangebot? Natürlich auch. Aber natürlich und ganz besonders wichtig ist natürlich immer derjenige, der mit Herz und Verstand ein solches Angebot kreiert, zum Kunden bringt, und das sind unsere beiden. Und da fange ich zunächst mal beim wichtigsten von diesen beiden an, und das ist die Birgit. Richtig. 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 Viele, die da draußen stehen, hätten die falsche Antwort gegeben, aber zu 50%, wir haben alle richtig erzählt. Und da will ich auch mal an dieser Stelle ein herzliches Lob und Dankeschön sagen. Die liebe Birgit macht das mit Umsicht, Verstand im Hintergrund und sorgt dafür, dass der Schorsch den Freiraum hat, den er zur gastronomischen Kreativität in der Kundenbindung und Kundengewinnung braucht. Dafür nochmal einen riesen Applaus, liebe Birgit. Mach es weiter so. Du machst es engagiert. So. Ja, und dann will ich auch nochmal zwei Sätze zum Schorsch sagen. Er spricht ja selbst von sich als dem schönsten Hüttenwirt der Rhön. Wir wollen dann nochmal unter den weiblichen Gästen eine Abstimmung vornehmen, aber das machen wir dann geheim wie bei der Bundestagswahl und wird sich das rausstellen. Auch dir ein herzliches Dankeschön. Ich glaube, das, was die Enzianhütte ist für die gesamte Rhön, aber natürlich auch für den Landkreis Fulda, das ist sie, weil es euch gibt, weil es dich gibt, und dafür ein herzliches Dankeschön. Wir halten mal etwas kürzere Reden. Jetzt kommt aber immer das obligatorische Kreisgeschenk. Vor einigen Jahren hatten wir noch unter Fritz Kramer den Holzkeller. Der hatte einen Vorteil: wenn er gefallen hat, hat man ihn an die Wand gehängt. Wenn er nicht gefallen hat, konnte man ihn auf den Tresen stellen und man hat ein paar Erdnüsse drauf gelegt. Der ist leider ausgelaufen und insofern haben wir uns für eine Kreiskarte entschieden. Jetzt werden natürlich auch viele sagen, ja, die hängt ja auch schon in 2/3 der Feuerwehrgeräte und Bürgerhäuser. Das ist richtig, aber jetzt mir mal das Mikrofon. Diese ist eine ganz besondere. Wir haben ja bestimmte topografische Höhepunkte hier des Kreises und diese haben wir individualisiert. Als ein Highlight steht hier unten die Enzianhütte und ich glaube, das ist ein Unikat, die hat noch keiner. Viel Spaß, feiert schön, auf die nächsten 25 Jahre Enzianhütte. Ja, jetzt kommen wir heute zu zweit, ist ja klar, ne, warum? Wir treten immer im Duett auf. Aber ich habe natürlich auch noch ein Geschenk für euch. Und zwar von uns, von der Gemeinde von Mausen, von Manfred Helfrich, von Jörges, von der Fliegerschule Wasserkuppe und von mir einen Flug über die Rhön. Da könnt ihr mal von oben runter gucken, wie eure Beschäftigten arbeiten und wie die Hütte schön voll ist. Das ist auch angenehm. Das ist ein Flug für 4 Personen. Ihr könnt uns also auch beide mitnehmen. Also nochmal herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Ja, liebe Birgit, lieber Schorsch, als euer Wohnortbürgermeister möchte ich natürlich auch ganz herzlich gratulieren. Nämlich von dort, wo die Rhön besonders schön ist, und ganz schön ist ja auch hier auf der Enzianhütte mit dem unverwechselbaren Blick. Herzlichen Glückwunsch für 25 Jahre. Ihr seid ja, ich glaube, 6 oder 27 Jahre zusammen. Ihr seid ja, wart noch nicht verheiratet, konnte man gestern lesen. Und dass ihr trotzdem geheiratet habt, das zeichnet euch aus. Ne? Und es hat gehalten. Ja. Ihr seid unverwechselbar, beides Unikate, aber ihr ergänzt euch hervorragend. Und ich glaube, der Humor und die Geselligkeit, das ist das, was die Hütte hier ausmacht. Und auch da ergänzt ihr euch. Denn mit einer Frau ohne Humor könntest du auch nicht leben. Insofern ist es ein Erfolgsrezept, das ihr hier betreibt.
Und wer denn jemals versuchen sollte, euch zu kopieren, der wird bitter Schiffbruch erleiden. Der Schorsch und die Birgit sind nicht kopierbar, ihr seid Originale. Und so soll ihr auch bleiben. Ja, und ihr habt einen guten Samen gelegt, ihr habt zwei Jungs, die kräftig mit anpacken. Und du hast ja versprochen, ihr beide, ihr macht es bis zum Lebensende. Das wird noch lang sein. Und als wir, ja Herr Landrat, wir waren ja vor knapp ja, zweieinhalb Jahre, da als du zum schönsten Hüttenwirt Deutschland gekürt wurdest, das hieß ja DSDH, ja, DSDH? Ja, sind das? Ja, das hieß wie immer aus, schon hier. Also Kompliment. Ja. Und da hat der Landrat ja, neben dem Holsteller ja die von Bischof Bolde geweihte barocke Kerze noch mitgebracht, ja. Ich hoffe, dass sie euch noch lange leuchten wird. Und da du ja der einzige Wirt bist, der überhaupt bekannt ist, der nicht nur willens, sondern auch in der Lage ist, zwei Bürgermeister zu ernähren, dann haben wir hier eine gemeinsame Glückwunschurkunde kreiert. Ja, da heißt es da, natürlich mit dem Wappen der beiden Kommunen, Hillers und Poddenhausen, Gratulationsurkunde zum 25-jährigen Pächterjubiläum Georg und Birgit Koch. Da heißt es, Hiller-Poddenhausen, die Enzianhütte ist eines der beliebtesten Ausflugslokale und oft anvisiertes Ziel vieler Wanderer, Biker, Spaziergänger und Genießer der Rhön. Seit dem 1. September 1988 bewirtschaften die Eheleute Georg und Birgit Koch die Enzianhütte auf dem Weiherberg, die dem Alpenverein der Sektion Fulda e.V. gehört. Die Eheleute Koch und ihr Team sind die einzig bekannten Wirtsleute, die willens und in der Lage sind, zwei Bürgermeister, den der Standortgemeinde Hildersröhn und den der Wohnortgemeinde Poppenhausen-Wasserkuppe zu ernähren. Mit fachlicher Kompetenz, großer Leidenschaft, mit unverwechselbarem Humor und Geselligkeit sowie gelebter Gastlichkeit haben es die Wirtsleute und ihr Team stets verstanden, die Hütte des Alpenvereins zu einem der beliebtesten Ausflugsziele zu entwickeln. Hier werden die Gäste in gemütlicher und uriger Atmosphäre mit süffigen Bieren, leckeren Schnäpsen und herzhaften Gerichten in Rhöner Qualität verwöhnt. Das langjährige und unermüdliche Engagement der Eheleute Georg und Birgit Koch verdient Respekt, Lob, Dank und Anerkennung. Herzlichen Glückwunsch, aber auch dem Alpenverein, das will ich jetzt mal ganz deutlich herausstellen, dass der Alpenverein ohne den Alpenverein gäbe es ja wohl auch die Pächter nicht. Und dass sie so erfolgreich sind, hat nämlich auch eine weitere Ursache. Der Alpenverein war ein guter Geschäftspartner und er hat euch arbeiten lassen. Und wenn man arbeiten gelassen wird, so geht es uns auch, Robert, ne? Kriegen wir einiges hin. Ne? Also in diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch, alles Gute für die Zukunft, bei bester Gesundheit.